Und diese Stimmen äußerten sich überwiegend positiv zum Tag der Sachsen, der vom 5. bis zum 7. September im Herzen des Vogtlandes stattfinden wird. Wir befragten Passanten in der Innenstadt von Plauen, was sie denn davon halten, dass Sachsens größtes Volksfest in Plauen stattfinden wird und welche Erwartungen sie an das Ereignis knüpfen. Tag der Sachsen 1997 in Plauen. Was erwarten Sie davon? Nur, dass viele Leute nach Plauen kommen, die Plauen vielleicht kennenlernen wollen, dass sich hier auch mal ein paar ansässige Gewerbe treffen, dass die hier vielleicht ihr Zeug darbieten können, was weiß ich, dass endlich mal hier die Arbeitslosen sollen ein bisschen zurückgehen. Da könnte ich Ihnen sagen, da wünschte ich mir, dass mein Sohn, der an der Heavy Metal Band in Magnekirchen spielt, hier mit zum Zug kommt. Sie sehen es aber trotzdem durchweg positiv. Ja, ich würde mich freuen, wenn es ein Erfolg wird für die Stadt und vor allen Dingen auch für die Menschen, die mal ein bisschen Abwechslung, Spaß und Freude notwendig hätten, denke ich mal. Doch, der Sachsen ist eine feine Sache, würde ich sagen. Und mit welchen Erwartungen knüpfen Sie das fest? Ich würde sagen, Erwartungen dahingehend, dass ja in der Innenstadt auch viele Veranstaltungen stattfinden, ne? Dass die Leute angezogen werden, dass es sinnvolle Veranstaltungen sind, überall eben praktisch was los ist, ne? Dass die Leute wohin gehen können. Wie finden Sie es, dass so ein Fest in Plauen jetzt ausgetragen wird? Eigentlich gut für die Region. Was erhoffen Sie sich von dem Fest? Dass es schön wird und dass ein bisschen viel los ist. Dass vor allem viele Besucher kommen und das hebt wieder unsere Stadt. Das ist absolut in Ordnung. Also ich bin Badener und kann da fast nicht mitreden. Mir ist nur in Plauen aufgefallen im halben Jahr, wo ich hier bin, dass sich hier eigentlich alle ganz bewusst als Vogtländer bezeichnen. Von daher bin ich gespannt, was da rauskommt. Beschissen. Warum? Weil ich finde das doch sinnlos. Für was? Normalerweise müsste an jedem Dorf sowas sein. Und warum soll das bloß an einem Dorf sein? Dass die Stadt da bloß auffällt, ich finde das sinnlos irgendwie. Na, eigentlich super, muss ich sagen. Hoffentlich sind auch viele Leute, dass viele Leute kommen. Ich arbeite hier im Aladdin, dass wir guten Umsatz haben im Geschäft. Ne? Nicht, wir sind selber mit beteiligt. Mein Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, da haben die genug zu tun. Und da finden wir das alles gut. Gibt es gewisse Erwartungen, die Sie an das feststellen? Ja, dass so viel wie möglich Leute von außen kommen. Tja, weiß ich jetzt nicht richtig, was ich da dazu sagen soll. Ich meine, das mit dem Spitzenfest fand ich nicht ganz okay. Das ganze Ziel auf. Eigentlich finde ich, Spitzenfest ist wichtiger. Weil Spitzenfest, das ist ja nur was, was Plauen eigentlich auszeichnet, weltweit. Es ist für mich eigentlich wichtiger, muss ich sagen. Also da kann ich das nicht richtig verstehen, was die Stadt da findet, dass das Sachsenfest besser sein soll oder wichtiger sein soll wie Spitzenfest. Na gut, jetzt gibt es ja aber Spitzenfest und Tag der Sachsen. Gibt es gewisse Hoffnungen, die Sie an den Tag der Sachsen stellen? Nee. Habe ich mich überhaupt noch nicht damit befasst, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das ist sehr gut, da werde ich dann auch arbeiten, ne? Dass die Leute dann, wenn sie kommen, alle irgendwie verpflegt werden. Ne? Und gibt es gewisse Hoffnungen, die Sie an das Fest binden? Ja, dass die Stadt mal sich belebt und so, ne? Nicht so traurig, wie es jetzt so ist, ne? Zur Zeit. Wegen die Plauener Stadt wegen bekannt wird und so, ne? Spitze. Und Sie? Super. Bisher liegen dem Kuratorium in Dresden 784 Anträge von Verbänden und Vereinen mit knapp 32.000 aktiven Teilnehmern vor. Von der Zahl an sich lässt sich die Dimension, die der Sachsentag in Plauen annehmen wird, erahnen. Aber natürlich will dieser Menschenandrang auch von den Verantwortlichen bewältigt werden. Und das ist für alle Koordinationsbereiche ebenso eine Premiere wie für die Stadt Plauen als Austragungsort.